Hallo und herzlich willkommen zu Steinbeiß Lunchbreak. Meine Damen und Herren, wir alle haben uns schon wiederholt mit dem Thema der technologischen Innovation befasst, haben gesprochen, auch hier im Steinbeiß-Kontext, über neue Produkte, über neue Technologien, über neue Dienstleistungen und Verfahren. Doch was ist eigentlich mit der sozialen Innovation und wie hängt das miteinander zusammen? Soziale Innovation und technologische Innovation. Welchen Beitrag können neue Technologien leisten, um auch die soziale Innovation, also Verbesserung unseres Zusammenlebens in Feldern unseres Gemeinwesens voranzubringen, angenehmer zu machen, effizienter zu machen. Über diese Themen wollen wir heute sprechen mit unserem Gast. Professor Daniel Buhr ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Herr Professor Buhr. Schön, dass Sie bei uns sind in der Lunchbreak. Professor Buhr ist Leiter des Steinbeiß Transferzentrums für soziale und technologische Innovation und er ist Professor an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität in Tübingen. Und wir wollen heute miteinander in den Austausch kommen darüber, was ist eigentlich soziale Innovation und in welchen Projekten sind Sie dazu auch aktiv? Da freuen wir uns schon sehr drauf, tiefe Einblicke zu bekommen. Und natürlich wollen wir auch erfahren, wie hängt das mit der technologischen Innovation zusammen? Welchen Beitrag können Technologien eben leisten zur sozialen Innovation? Und bestimmt kommen wir auch am Thema der Digitalisierung vorbei. Bevor wir damit starten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können Sie sich auch diesmal wieder mit einbringen. Diesmal über eine E-Mail-Adresse können Sie Kontakt aufnehmen zu unserem Referenten Professor Buhr. Diese ist in YouTube mit eingeblendet, werden am Ende der Lunchbreak auch noch einmal darauf hinweisen. Jetzt freuen wir uns darauf, lieber Herr Professor Buhr, dass Sie uns in einer kurzen Präsentation einführen in Ihre Aktivitäten, in Ihre Projekte und ein bisschen Einblick geben in das Themenfeld der sozialen Innovation. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag zusammen. Herr Dr. Ortis, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ihnen draußen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es wird einigermaßen spannend. Sie verschlucken sich nicht an Ihrem Lunch. Wir reden heute gemeinsam über das Thema Innovation. Das wurde freundlicherweise schon angekündigt. Und ich möchte vielleicht noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Mich interessiert vor allen Dingen der Aspekt Innovation durch Partizipation. Also wie es uns gelingen kann, dass wir gemeinsam innovieren, indem wir uns Menschen als Innovationstreiber verstehen und vielleicht nicht so sehr als Innovationsgetriebene, dass wir gestalten. Und auch das genau wollen wir in unserem Innovationszentrum, in unserem Transferzentrum für soziale und technische Innovation gemeinsam betreiben. Heute habe ich Ihnen zwei Projekte mitgebracht, die ich sehr gerne vorstellen würde. Und getrieben die Genese letztlich unseres Steinbeiß-Transferzentrums, ja, resultiert aus den großen Herausforderungen unserer Zeit. Die Frage, ob und wie wir die großen Herausforderungen, die Grand Challenges bearbeiten können, demografischer Wandel, Mobilitätswende, Klimawandel, all diese großen Fragen, die Grand Challenges, die mehr oder weniger uns ja auch stimulieren zu innovieren. Also die Frage nachzugehen, wie können wir denn diese Transformationsprozesse gestalten? Und Innovationen spielen da eine ganz wesentliche Rolle. Innovationen sind einerseits Gestalter, Lösungsmöglichkeiten, um diese Prozesse, diese Transformationsprozesse, diesen Wandel vielleicht auch sozialverträglich, ökonomisch sinnvoll, betriebswirtschaftlich, aber auch gesamtgesellschaftlich von Nutzen zu gestalten. Und Innovation und Wandel stecken in vielerlei Hinsicht zusammen. Das gehört zusammen. Einerseits sind Krisenzeiten, sind auch die Pandemie vielleicht gerade, aber allgemein die großen Herausforderungen immer auch Stimulus für Innovation. Neues für Experimentiergeist, für Kreativität, Neues auszuprobieren, anders zu machen und vielleicht Altes wegzulassen. Der gute alte Kollege Schumpeter hat das mal in einem Euphemismus schöpferische Zerstörung genannt. Also einerseits Altes wegzulassen, damit Neues entstehen kann. Und diese Innovationen, die kommen ganz unterschiedlich daher. Schrittweise, klein, inkrementell, häufig aber auch radikal, disruptiv. Und das ist genau das, was Schumpeter mit seiner schöpferischen Zerstörung beschreibt. Schumpeter hat uns aber noch was anderes hinterlassen. Und zwar eine eigentlich sehr hilfreiche Definition, zumindeist für mich und auch für unser Steinbeiß-Transferzentrum, denn er hat uns darauf hingewiesen, dass eine gute Idee allein nicht ausreicht, um zu einer Innovation zu werden. Also sprich, eine Invention, eine gute Erfindung, eine tolle Idee muss
von einem Menschen zu ganz, ganz vielen anderen wandern. Erst dann, wenn sie sich im Markt durchgesetzt hat, wenn sie diffundiert, wenn sie bei uns Menschen ankommt und nicht nur bei einem, sondern möglichst vielen in der Gesamtgesellschaft sich durchsetzt, erst dann können wir von der Innovation sprechen. Also dieser Diffusionsaspekt macht aus einer guten Idee eine erfolgreiche Innovation. Und interessanterweise beschäftigen wir uns nicht nur in der Forschung, auch in vielen Förderprogrammen sehr stark mit der Inventionsphase. Und die Diffusion, die ja, lassen wir häufig ein bisschen in der Forschung weg und auch in den Förderprogrammen. Das ändert sich, das hat sich geändert. Gott sei Dank, würde ich normativ behaupten, denn gerade dieser Aspekt der Diffusion, also was heißt das für Kompetenzentwicklung, was müssen wir als Nutzerinnen und Nutzer, als Beschäftigte vielleicht auch für Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln, ist ganz, ganz wesentlich für den Erfolg einer Innovation. Und in diesem Aspekt spielt auch das Thema soziale Innovation, das Herr Dr. Ortiz vorher schon angesprochen hat, eine ganz wichtige Funktion. Denn das eine sind technische Inventionen, das andere ist eine erfolgreiche soziale Innovation. Und ich habe Ihnen eine Definition mitgebracht, die können Sie hinter mir lesen. Ich versuche sie so ein Stück weit auch vielleicht Ihnen dann nochmal vorzutragen. Eine soziale Innovation ist ein neuer Lösungsmechanismus, der darauf abzielt, gesellschaftliche Bedürfnisse oder auch soziale, ökologische Bedürfnisse besser zu lösen als zuvor. Und auch hier wieder die Idee, dass es sich eben dann auch gesamtgesellschaftlich durchzusetzen hat. Also auch diese Idee muss sich diffundieren. Erst dann können wir von einer sozialen Innovation sprechen. Also sprich, wenn wir als Gesellschaft, als Einzelne, aber eben auch als Gesellschaft bestimmte soziale Routinen verändern, neu machen und das Ganze dazu beiführt, zu besseren gesamtgesellschaftlichen Lösungen zu finden, dann können wir von einer sozialen Innovation sprechen. Und ich glaube, dieser Aspekt ist ganz, ganz wesentlich, das Soziale, das Partizipative auch nochmal deutlich zu machen. Denn am Ende des Tages, ich habe es vorher drauf schon angesprochen und auch Schumpeter zitiert, geht es ja darum, dass eine gute Idee von einem Menschen zu vielen anderen wandert. Also Innovationen sind von, aber eben auch für Menschen gemacht. Und deswegen sollte eigentlich die Logik eines Innovationsprozesses eher beim Bedürfnis, beim Bedarf anfangen und weniger vielleicht bei einem konkreten Angebot, bei einer klassischen Technologie, die ich dann versuche, krampfhaft irgendwie in den Markt zu werfen. Mit viel Vertrieb und Marketingsaufwand kann das gelingen. Da gibt es unzählige Beispiele. Aber vielleicht ist es charmanter, smarter und wahrscheinlich auch sozialverträglicher, wenn wir mit einem konkreten Bedürfnis und einem Bedarf anfangen. Und das versuchen wir in unserem Steinbeiß-Transferzentrum zu unterstützen. Und wir machen das unter anderem in zwei Projekten, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Das eine ist das Lebensphasenhaus, das wir gemeinsam mit Praxispartnern an der Universität Tübingen betreiben, aber eben als Steinbeiß-Transferzentrum. Es ist ein klassisches, wie heißt das so schön neudeutsch, Public-Private-Partnership-Projekt. Also es haben sich Unternehmen eingebracht, aber eben auch Wissenschaft, Ministerien haben sich von Anfang an da finanziell auch eingebracht, worüber wir sehr dankbar sind, um genau gemeinsam diesen partizipativen Ansatz der Innovationsentwicklung bestreiten zu können. Hier sehen Sie ein paar Bilder aus dem Haus. Es ist einerseits eine Demonstrationsfläche, wo wir in einer Testwohnung ein Stück weit Techniken, aber auch soziale Innovationen ausstellen können, Menschen sensibilisieren können für selbstbestimmtes Wohnen in allen Lebensphasen, vornehmlich auch dem Alter. Menschen können sich damit vertraut machen, werden durchgeführt, werden vielleicht auch mit neuen Fragestellungen konfrontiert und können dann für sich nach Lösungen suchen, werden inspiriert. Aber genauso gut werden das eben auch professionelle Pflegekräfte zum Beispiel, Architekten, Fachplaner, Handwerker, die sich hier informieren und stimulieren lassen können, um neue Innovationen vielleicht dann auch voranzutreiben, aber auch einzusetzen, zu implementieren und damit am Ende des Tages erfolgreiche Ideen dann eben auch bei Menschen ankommen, also diffundieren. Ein ganz wesentlicher Zweck und Aufgabe ist, neben dieser Demonstration in einer Testwohnung, das ins Gespräch kommen. Ja, also das, was wir häufig in der Innovationsforschung ja auch diesen Cafeteria-Effekt nennen, ja, im Gespräch, wenn sich Menschen begegnen, vielleicht dann auch mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, Disziplinen und Fragestellungen, dann kann sich was entwickeln, dann kann was Neues entstehen, ja, vielleicht etwas, was in einem anderen Bereich schon im Einsatz ist,
erfolgreich funktioniert hat, aber dann in einen neuen Bereich eingesetzt und angewandt wird, ja, dann entsteht auch im schumpeterianischen Sinne dann auch was Neues. Ja. Also reden, beraten, ganz wesentlich. Wir machen das zusammen mit der Zivilgesellschaft und sind da sehr dankbar, dass freitags bei uns können Sie in hoffentlich dann nach Pandemiezeiten einfach ohne Termin bei uns im Lebensphasenhaus vorbeikommen und da werden Sie von unseren sogenannten Seniorentechnikbegleiterinnen durchs Haus geführt, ja, und können sich eben informieren über Innovationen für das selbstbestimmte Wohnen in der eigenen Häuslichkeit. Reden, beraten, bürgerschaftliches Engagement. Der nächste Aspekt ist Testen und Entwickeln. Das würde man vielleicht auch erwarten, wenn man zu einem Innovations- oder Steinbeiß-Transferzentrum kommt oder an eine Universität kommt, dann ist vermutlich dieses Testen und Entwickeln etwas, was einen jetzt nicht sonderlich überrascht. Aber wir auch das machen wir natürlich intensiv und dafür nutzen wir auch das Lebensphasenhaus für Co-Creation. Wir nutzen ein zentriertes Design, indem wir Fokusgruppen einladen oder eben das Feedback unserer Besucherinnen und Besucher aufnehmen für neue Fragestellungen, aber das auch an Hersteller und Dienstleister weitergeben, damit hier weiter innoviert werden kann. Nicht an den Bedarfen vorbei, sondern zielgenau auf die Bedürfnisse abzielend. Ein weiterer Aspekt ist das Präsentieren und Austauschen. Also wir bieten letztlich eine Projektionsfläche auch, an der sich Unternehmen zeigen können, mit ihren Innovationen ins Gespräch kommen können, vielleicht auch Kritik ernten können, Feedback einsammeln können, auf der Ebene von Prototypen, aber natürlich auch schon bei Produkten, die es erfolgreich in den Markt geschafft haben, aber jetzt weiterentwickelt werden sollen. Auch das ist eine wesentliche Aufgabe unseres Lebensphasenhauses als Innovationsinfrastruktur. Das nächste ist das Sensibilisieren, hatte ich vorher schon angesprochen, in die Hand nehmen und ausprobieren, habe ich es mal genannt. Ganz, ganz wesentlich, auch wir als Angehörige der Universität sind ja in der Lehre und machen das sehr, sehr gerne und versuchen auch hier in transdisziplinären Seminaren Studierende, aber auch auszubildende Bürgerinnen und Bürger für zum Beispiel das Altern zu sensibilisieren, indem wir uns selber in Altersanzüge stecken und dann versuchen, durch unsere Testwohnung zu laufen und festzustellen, naja, wo sind hier eigentlich Hürden, Hemmnisse, wo sind dann auch Bedarfe und Bedürfnisse, die ich vielleicht mit Innovation, sei es technische Innovation oder bestimmten neuen Dienstleistungen begegnen möchte. Und das kann aber auch die Medizinstudierende sein, die vielleicht später als Herzchirurgin landet, aber da das erste Mal und vielleicht auch das letzte Mal in ihrer Ausbildung mit dem Thema Altern konfrontiert wird und was das heißt, vielleicht auch bestimmte Dinge zu empfinden oder auch nicht mehr so zu empfinden. Das ist auch ganz, ganz wesentlich, diese Empathie zu entwickeln und auch das ganz, ganz wesentlich beim Design Thinking in andere Rollen zu schlüpfen. Und das gelingt natürlich besser, wenn man das ausprobieren kann und nicht einfach über eine PowerPoint-Folie davon erfährt oder durch eine Publikation liest. Also Innovationen entstehen in Systemen und das versuchen wir ein Stück weit abzubilden im Lebensphasenhaus, indem wir die Wissenschaft dabei haben, klar, aber eben auch die Wirtschaft, Politik, Verwaltung, aber eben auch die Zivilgesellschaft, die Nutzerinnen, die Nutzer, den Bürger, die Bürgerinnen. Und das alles letztlich unter der normativen Frage, wie können wir sicherstellen, dass aus technischem Fortschritt auch sozialer Fortschritt entsteht? Denn ich habe vorher angesprochen, der Euphemismus. Transformationsprozesse sind auch immer Stimulus, Chance für Neues, für Innovation. Aber es entstehen natürlich auch Risiken und Herausforderungen. Und diesen Gestaltungsprozess so entsprechend voranzutreiben, dass am Ende des Tages aus vielleicht einem digitalen, aus einer Digitalisierung, aus einer digitalen Transformation, aus einem technischen Fortschritt auch ein sozialer Fortschritt entstehen kann, ist uns ganz, ganz wichtig. Und damit beschäftigt sich auch das zweite Projekt, das ich kurz vorstellen möchte. Da dreht sich es auch um ein soziales Bedürfnis, das vor dem Hintergrund des demografischen Wandels vielleicht immer virulenter wird. Sie haben vielleicht auch schon pflegende Angehörige zu Hause zu versorgen oder die Oma, der Schwiegervater, vielleicht Geschwister sind auch schon heute davon betroffen und sie bringen sich auch hier schon ein. Und da sind sie in bester Gesellschaft, denn einerseits wollen 80% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger so lang wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung bleiben. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass sie irgendjemanden brauchen
vornehmlich in der Hochaltrigkeit, der sie dann im Alltag ein Stück weit unterstützt. Und das ist in unserem konservativen Wohlfahrtsstaat in der Regel die Familie, also sie oder ich, der dann diese Tätigkeiten auch gerne erbringt. Aber das ist mitunter auch relativ voraussetzungsvoll. Denn der demografische Wandel wirkt ja auch auf das Fachkräftereservoir, möchte ich mal sagen. Sie wissen das, schon heute werden Pflegekräfte händeringend gesucht. Das wird nicht besser werden in der Zukunft. Also auch hier sind Innovationen gefragt, technischer wie sozialer Natur. Und das hat sich auch die Landesregierung gedacht und das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hat uns daraufhin beauftragt, als Steinbeiß-Transferzentrum für soziale und technische Innovation ein Landeskompetenzzentrum Pflege und Digitalisierung Baden-Württemberg aufzubauen. Kurz pflegedigital.bw. Das zum Ziel hat, Menschen zu verbinden, Kompetenzen zu vernetzen und die Pflege eben gemeinsam partizipativ zu gestalten. Und das machen wir in vier Geschäftsfeldern. Das eine ist der Bereich der Innovationsinfrastrukturen. Ein Beispiel dafür habe ich Ihnen vorher schon genannt. Das ist so etwas wie ein Lebensphasenhaus. Das können Sie sich aber auch vielleicht in der Sozialwirtschaft bei einem großen Träger für Pflege vorstellen, dass wir hier Organisationen unterstützen, solche Innovationsinfrastrukturen, Testbetten und ähnliches mehr aufzubauen, um zu lernen, zu innovieren, diese Prozesse zu begleiten, aber auch diese unterschiedlichen Demonstrationszentren im Land miteinander zu vernetzen. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe für uns. Das nächste ist die Vernetzung, Networking. Das machen wir jetzt ja gerade schon hier in der Lunchbreak, aber darüber hinaus auch vielleicht die klassischen Akteure der Pflegeszene in Baden-Württemberg miteinander zu vernetzen, auch zu beraten. Das wäre das Geschäftsfeld CON. Ganz, ganz wesentlich, kleine wie große Organisationen dazu beraten, bei Digitalisierungsprozessen ganz wesentlich an die Hand zu nehmen, damit wir von unseren Fehlern lernen können und nicht alles nochmal neu falsch machen müssen. Das ist die Idee dahinter. Und auch das tragen wir dann in den vierten Bereich, in die Education, also die Ausbildung, Fort- und Weiterbildung. Ganz, ganz wesentlich, denn so schnell kommen wir ja gar nicht hinterher, die Pflegefachkräfte auszubilden, sondern ganz, ganz viele, Hunderttausende sind ja schon im Beruf. Und da gilt es auch, diese Gruppe adäquat dabei zu unterstützen, die Digitalisierung zum sozialen Fortschritt zu nutzen. Ja, das wollen wir gemeinsam machen. Ich bin heute nur ein Vertreter, leite das Steinbeiß-Transferzentrum zusammen mit meinem Kollegen, Professor Dr. Udo Weimer, der Sie auch herzlich grüßt. Er kommt aus der Naturwissenschaft, ich bin Sozialwissenschaftler. Zumindest zwei Disziplinen haben wir schon dabei. Viele mehr sind im Team vertreten. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen und jetzt aber erst auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Dr. Ortis. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Buhr, für den spannenden Vortrag und die Einführung ins Thema und auch in einige Projektbeispiele. Ich möchte gerne gleich beim Beispiel des Lebensphasenhauses auch bleiben. Und zwar spielen da ja sicherlich auch Smart-Home-Technologien eine wichtige Rolle. Und Sie haben das ja gesagt, so etwas kann helfen, dass man dann auch im Alter selbstbestimmt auch sozusagen in den eigenen vier Wänden auch leben kann. Beim Thema Smart-Home-Technologien habe ich mir die Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit der Akzeptanz? Denn das ist natürlich sehr moderne Technologie und die Zielgruppe, über die wir sprechen, wenn wir über das Alter, die Pflegebedürftigkeit auch sprechen, ist natürlich dann 75, 80 plus und ist vielleicht nicht so affin mit diesen Technologien. Wie ist aus Ihrer Sicht die Akzeptanz von solchen Lösungen? Sehr unterschiedlich. Ja, Sie haben es richtig angesprochen. Häufig setzen wir vielleicht auch ein Stück weit dem Trugschluss auf, dass wir sagen, je älter wir werden, desto technikfeindlicher werden wir. Das stimmt per se erstmal nicht. Unsere Forschung zeigt eigentlich immer sehr schön, dass wenn man eben ein ganz klassisches Nutzungsszenario hinterlegt, sind wir auch im hohen Alter durchaus als Menschen bereit, uns nochmal zu bewegen, ja, auch innovativ zu werden und auf Neues einzulassen. Aber das gilt natürlich nicht für alle. Und was wir auch aus der Wissenschaft, aus der Forschung kennen, und damit muss man auch umgehen, ist, dass je älter wir werden, desto heterogener werden wir. Ja, wir sind dann nicht mehr so die homogene Gesellschaft, sondern wir haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, haben ganz unterschiedliche Lebenswelten und Konstellationen, in denen wir auch uns bewegen. Der eine ist alleinstehend, ohne Familie, die nah in der Nähe wohnt. Andere wohnen vielleicht in einem Mehrgenerationenhaus. Da entwickeln sich dann auch unterschiedliche Bedürfnisse und auch andere Akzeptanz, vielleicht technische Neuerungen tatsächlich aufzugreifen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei einigen vielleicht auch sogar Angst und Sorge auslöst, dass man dann konfrontiert ist im Alter, vielleicht in so einem Haus oder in einer Pflegeeinrichtung mit solchen Technologien, sie aber nicht bedienen kann. Das ist ja die Sorge, nicht technologieaffin genug zu sein, sich damit nicht beschäftigt zu haben. Vielleicht auch Sorge vor einem Kontrollverlust dann, dass dann Technologien etwas machen, was man selbst nicht mehr beherrschen kann. Stellen Sie das fest? Ja, also die Sorge ist ja auch nicht immer unbegründet. Also wir alle kennen das ja. Deswegen glaube ich, sind wir ja aber auch gerade am Wirtschaftsstandort Deutschland durchaus ja auch bemüht, mit entsprechenden Zertifikaten und Ähnlichem da ein Stück weit entgegenzuwirken, weil Risiko gibt es immer, aber das Risiko halt zu minimieren ist natürlich ganz, ganz wesentlich. Und gerade beim Thema Leben und Wohnen ist eigentlich genau das auch der Treiber, warum viele zu uns ins Lebensphasenhaus kommen, ist, weil sie eine diffuse Angst haben vielleicht vor dem allein sein, aber vielleicht auch, dass dann beim Alleinsein irgendwas passiert mit mir. Also sprich, es passiert ein Notfall und keiner kriegt es mit. Ja? Und deswegen ist häufig der Stimulus, warum Menschen uns im Lebensphasenhaus besuchen, eher so der Aspekt Sicherheit, Kommunikation, ein Stück weit Gesundheit auch. Und das ist ganz, ganz wesentlich, dass Leute sich in ihren eigenen vier Wänden wieder sicher fühlen. Und da kann Digitalisierung, Technik, aber eben auch Dienstleistungen durchaus einen positiven Beitrag leisten, dass dieses Sicherheitsgefühl zumindest wieder zurückkehrt. Ja. Ja. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich bestimmt fragen, wie weit ist das schon verbreitet? Also so Einsatz Smart-Home-Technologien, digitale Technologien, gerade im Pflegebereich. Sind wir da gerade erst am Anfang oder sind wir da schon relativ weit? Ja, das variiert in Europa. Also ich denke, in Deutschland sind wir noch nicht so weit, deswegen brauchen wir wahrscheinlich auch so Institutionen wie das Landeskompetenzzentrum, das was in die Breite tragen, dass wir vielleicht aber auch klassisch weiter innovieren, weiterentwickeln, vielleicht auch Versäumnisse in der Herstellung oder in den Entwicklungsprozessen der Vergangenheit ein Stück weit versuchen aufzuräumen, indem wir sagen, wir müssen Produkte besser machen, vielleicht auch besser in der Bedienung, intuitiv nutzbar, um dann auch die Akzeptanz zu erhöhen, dass es leichter macht und dass man sich nicht eben irgendwie immer fühlt wie ein Vollpfosten, der jetzt zu blöd ist, weil häufig suchen wir ja erstmal den Fehler bei uns, ja, aber manchmal ist es ja auch einfach wirklich schlecht in der Nutzerinnenführung. Also, dass wir da was besser machen, das ist ganz wesentlich und wichtig. Aber, dass wir auch weiter innovieren und sagen, hier, da fehlt noch was, da brauchen wir neue Dienstleistungen, da brauchen wir noch ein neues Produkt. Das ist ganz wichtig. Genau. Das Lebensphasenhaus ist ja ein Beispiel für eine soziale Innovation, auch in diesem Gesundheits- und Pflegebereich. Andere sind zum Beispiel der Medibus, den es gibt in Baden-Württemberg, oder auch telemedizinische Angebote. Dinge, wo man natürlich auch dann sagt, Mensch, warum hat es das nicht schon immer gegeben? Mhm. Jetzt auch nochmal sicherlich pandemiebedingt auch nochmal einen Push bekommen hat, so auf Distanz auch medizinische Beratungsgespräche zumindest auch durchführen zu können. Wie nehmen Sie bei solchen Lösungen auch die Akzeptanz wahr? Auf beiden Seiten, auf Seite der Patienten, aber vielleicht auch auf Seiten der Ärzteschaft. Auch da haben wir sicherlich ja einen Gewöhnungsprozess, sowas dann, absolut. Wenn man gerade, wir diskutieren ja fast täglich darüber, dass ein Großteil der Ärzteschaft auch jetzt schon so in einem Alter ist, so um die 60. Wir diskutieren das eher kritisch, gehen dann viele dann in Ruhestand und so, Ärztemangel. Aber ist da die Akzeptanz vorhanden? Wie geht man damit um? Es wird besser. Nein, also klar. Aber ich habe ja vorher ein Stück weit darauf hingewiesen, dass Krisen, Herausforderungen auch immer Stimulus für was Neues ist, ja, und auch für Veränderungsprozesse, die manchmal auch notwendig sind vielleicht. Und wenn diese Pandemie was Gutes hat, dann vielleicht, dass wir jetzt auch in der Lage sind, Dinge oder uns eher als Gesellschaft auch in die Lage versetzt haben, Dinge auszuprobieren und vielleicht auch Fehler zu machen. Die kann man später dann ja wieder verbessern, optimieren. Aber dass wir Dinge ausprobieren, dass Innovationsprozesse schneller abgelaufen sind und dass man dann gemerkt hat, auch derjenige von uns, der hohe Berührungsängste auf einer abstrakten Ebene hatte, und das ist häufig gut begründet, man weiß wenig Bescheid und dann mache ich erstmal zu. Aber durchs Ausprobieren, durchs tägliche Erfahren, dann festgestellt haben, ui, so schlimm ist es gar nicht, oder vielleicht besser noch, ja, wow, das hilft ja sogar, das hilft mir im Alltag, vielleicht als Arzt, mit einer Videosprechstunde kann ich mich selber schützen, ja, aber ich kann vielleicht eben auch eine gute Dienstleistung ins Wohnzimmer bringen, kann Transaktionskosten, würden wir ökonomisch sagen, reduzieren, weil ich nicht so viel im Auto sitze oder auf dem Fahrrad, um zu meinen Patienten zu gelangen, sondern bin im Wohnzimmer oder am Krankenbett und kann vielleicht noch die pflegende Angehörige dazu schalten, dass wir so eine Dreiergespräch machen und ähnliches mehr. Da gibt es ja wirklich viele gute Entwicklungen in dem Bereich, gerade
im medizinischen, aber auch im pflegerischen Bereich, die uns Hoffnung machen. Es wird ja vielfach darüber gesprochen, dass gerade so dieses Verhältnis Arzt-Patient einen Vertrauensraum braucht. Ist das digital abbildbar und reproduzierbar oder fehlt das dann doch ein bisschen? Wie ist da das Feedback, was Sie mitbekommen? Ja, ich glaube, man kann es wahrscheinlich nicht alles über einen Kamm scheren, aber bestimmte Dienstleistungen, bestimmte Prozesse, bestimmte Tätigkeiten sind sehr gut digital abzubilden, wenn wir es als dienende Technik verstehen, wenn wir sagen, es ist eine Assistenz, die hilft, nicht etwas, was irgendwie menschliche Nähe oder Beratung ersetzt, das sollte es vielleicht nicht sein, sondern eine Assistenz, um zum Beispiel eine medizinische Versorgung besser zu machen. Und dieses Vertrauensverhältnis ist bei uns ja auch in den Regularien sehr stark abgebildet. Also in der Regel in Vorpandemiezeiten musste ja auch erstmal ein Kontakt, ein physisches Gespräch in Präsenz, eine Beziehung zwischen Arzt und Patienten möglich sein. Das hat sich jetzt erst geändert, auch in der Gesetzgebung, dass wir mittlerweile mit Projekten wie DocDirect und so weiter dieses Erstgespräch nicht brauchen, sondern wir auch eine Beratung über Videotelefonie gestalten können. Und natürlich wird sich der Mediziner, die Medizinerin davor hüten, jetzt irgendwelche pauschalen Dinge in dem Videogespräch zu offenbaren. Aber vieles kann man wahrscheinlich schon in einem ersten Telefonat oder Videosprechstunde abarbeiten, um dann zu einem Spezialisten zu schicken. Und das hat man früher ja auch gemacht als Hausarzt oder Hausärztin. Genau. Jetzt der Einsatz von digitalen auch Kommunikationstechnologien, zum Beispiel im Verhältnis Arzt-Patient. Kommunikationstechnologien helfen aber natürlich gerade auch älteren Menschen, vielleicht ihre sozialen Kontakte, gerade auch jetzt unter Pandemiebedingungen, auch weiterhin zu pflegen und wahrnehmen zu können. Wie ist es eigentlich mit der anderen Dimension? Also inwiefern können eben digitale Technologien auch unterstützen bei der Organisation von Pflege und medizinischen Dienstleistungen, also sozusagen in der Administration? Gibt es da auch einen positiven Effekt durch Digitalisierung? Die Hoffnung ist groß. Da sind wir in Deutschland, ehrlich gesagt, noch relativ am Anfang. Ja, da sind uns nordeuropäische Länder deutlich voraus, muss man sagen. Aber klar, also dieser Bereich Abrechnung, Pflegedokumentation ist ein großes Potenzial, Prozesse effektiver, effizienter zu machen, vielleicht dann auch weniger Bürokratie zu erlauben durch eine Digitalisierung. Das ist eine große Hoffnung, aber tatsächlich eben auch am Patienten, an der Patientin, beim Bürgerin, beim Bürger bessere Dienstleistungen anzubringen, indem wir vielleicht Gesundheitsdaten eben auf unser Smartphone gespielt bekommen, in bidirektional, also in beide Richtungen, ja, dass wir jemanden dazuschalten können, dass wir pflegende Angehörige einbinden können. Und ich glaube, gerade dieser Aspekt der Vernetzung, der Kommunikation ist ganz, ganz wesentlich. Wir müssen uns immer überlegen, dass schon Stand heute in Deutschland 6 Millionen Menschen in der Altersklasse Ü65 alleine leben. Ja? Also 6 Millionen, bei den Hochaltrigen sogar 60%. Das ist eine ganze Menge Menschen, die alleine in ihrer Wohnung sind. Und ich glaube, alles, was hilft, diesen Menschen vielleicht Ängste zu nehmen oder auch eine Mobilität, eine Aktivierungsfunktion zu erfüllen, ist da positiv. Ja. Hatten Sie in Ihrem Vortrag ja auch schon über das Thema der Diffusion von sozialen Innovationen gesprochen. Und natürlich gibt es da tolle Pilotprojekte. Was sind denn die Widerstände gegen eine Verbreitung von solchen sozialen Innovationen? Wo würden Sie die festmachen und wie steht es um die Diffusion von solchen Neuerungen in der Breite? Wir haben ja dann ein komplexes Feld, wenn wir bei der Pflege bleiben, verschiedene Trägerschaften und dergleichen, also ein sehr heterogenes Feld auch. Ist das analog zu sehen zu technologischen Innovationen, also Produktinnovationen zum Beispiel, wenn sie diffundieren, oder gibt es da andere Mechanismen, die wirken? Ja, also der Gesundheits- und Pflegemarkt ist natürlich ein sehr regulierter. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Es geht ja letztlich um unsere Gesundheit. Deswegen ist das auch mal per se nicht verkehrt. Aber das führt natürlich dazu, dass die Aushandlungsprozesse sehr langwierig sind. Da sind viele Akteure involviert. Kooperatismus in Deutschland, sehr viel, was eben Verbände auch in Eigenregie verhandeln. Und da haben wir eine große Tradition und das ist auch meistens recht gut und sinnvoll. Aber was den Einsatz von Innovation angeht, ist das häufig eben tatsächlich auch eine Hürde, eine Barriere. Die
ganz trivial manchmal an Finanzierungsmöglichkeiten fehlt, dass man sagt, wer zahlt was. Das haben wir schon innerhalb von Pflegekassen häufig gehabt, ja, und Gesundheits- und Pflegekassen. Das eine wird aus dem SGB V, das andere aus dem SGB XI finanziert. Da zeigen dann Pflege-Gesundheitskasse vielleicht zu Recht miteinander, du musst Prävention zahlen. Oder, also es ist, hat viel mit der Finanzierung zu tun, wer zahlt wofür, wie auf einem anderen Markt auch. Aber häufig ist es tatsächlich eben auch, dass wir zu wenig wissen. Ja, und dass es manchmal auch diese Dienstleistungen noch gar nicht gibt, die wir brauchen würden, weil im operativen Geschäft jeder so aufgeladen ist, irgendwie den Alltag zu bewältigen und sich häufig nicht die Zeit nimmt, die Ressourcen freisetzt, um tatsächlich sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Und das kennen wir aus allen Organisationen. Ja, wir haben das Thema Finanzierung schon angesprochen. Natürlich, um da eine Diffusion in die Breite auch hinzubekommen, unter den Voraussetzungen, die Sie ja benannt haben, also der demografische Wandel, der sich fortschreibt, jetzt ja schon auch sehr deutlich sichtbar ist, gleichzeitig Fachkräftemangel, da kann Digitalisierung ja vielleicht auch helfen, gerade in der Administration, Organisation von Pflege. Wer sollte da aus Ihrer Sicht in den Lead gehen? Ist das die öffentliche Hand oder sind das auch die verschiedenen Träger, auch die privaten, die dort eher vorangehen? Ja, also wahrscheinlich müssen sich alle bewegen, ja, aber das macht es auch so schön, ja. Denn dann können wir vielleicht aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Wir alle müssen uns bewegen, tun das auch. Gesetze wurden geändert, Förderprogramme zur Digitalisierung im Bereich der Pflege, auch von Digitalisierung, Gesundheit allgemein auf Landes-, Bundesebene wurden aufgerufen. Letztlich unser Landeskompetenzzentrum ist ja auch ein Versuch, tatsächlich das mit Steuergeld die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Beschäftigten zu befähigen, damit am Ende sozialer Fortschritt entstehen kann. Aber auch die Organisationen sind natürlich gefragt, ja, einerseits ihre Beschäftigten mitzunehmen auf der Reise der Digitalisierung, aber auch sich als Organisation zu wandeln. Ja, das heißt, Arbeitsorganisationen, Prozesse werden anders laufen müssen. Da steckt aber auch großes Potenzial an mehr Qualität, vielleicht auch geringere Kosten. Also da sind große Hoffnungen mit verbunden, aber dafür muss man sich bewegen und muss auch innovieren. Da gibt es sehr innovative Organisationen, große Träger, aber auch kleine. Und andere tun sich da noch ein bisschen schwer und das wollen wir auch ein Stück weit positiv begleiten, diese Veränderungsprozesse, dass das gelingen kann. Also es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten. Jetzt hatten Sie auch schon darauf hingewiesen, Sie haben einen partizipativen Ansatz. Das heißt, Netzwerke zusammenzubringen, sind ja ganz wichtig für Sie. Verschiedene Akteure aus verschiedenen Bereichen auch der Gesellschaft zusammenzuführen. Denken Sie, dass das dann auch einen Push für die Diffusion geben kann, wenn man die Akteure gleich von Anfang an bei solchen Projekten und Vorhaben mit einbindet? Ja, sind wir felsenfest überzeugt von, ja, dass die Logik eines Innovationsprozesses eigentlich immer sein muss, dass es mit einem konkreten Bedürfnis, mit einem Bedarf, vielleicht mit einer Problemzentrierung angeht. Ja, also es ist eine Herausforderung, wir brauchen dafür eine Lösung, wir müssen innovieren. Und wenn ich so an die Sache rangehe, dann stelle ich mir von Anfang an die Frage, okay, wer kam denn mit diesem Problem an uns, wer ist da herangetreten? War es eine pflegende Angehörige oder war es eine professionelle Pflegekraft oder war es ein Hausarzt oder wer auch immer, ein Krankenhaus? Und dass wir dann gemeinsam eine Lösung entwickeln, ja, mit ganz vielen verschiedenen Akteuren. Nur dann kann das gelingen, glaube ich, dass wir zielgenaue Lösungen hinbekommen, die nicht am Bedarf vorbeigehen und die dann am Ende des Tages auch ein erfolgreiches Geschäftsmodell hinterlegt haben. Weil was hilft mir die beste Funktion, die tatsächlich irgendwie ein Problem löst, wenn ich am Ende des Tages keinen Finanzierungsstrom dafür habe? Deswegen muss ich auch die Kassen von Anfang an mit einbinden und viele, viele Akteure. Und es kann nur gemeinsam gelingen. Und das macht es aber eigentlich auch spannend, denn die unterschiedlichen Perspektiven tragen ja auch zum Gelingen bei. Absolut. Und wenn ich das richtig verstanden habe, stehen Sie ja auch mit Beratung dann auch zur Seite in Projekten, wenn eben Akteure solche Vorhaben sich vornehmen, dann auch den Erfahrungsaustausch, den Wissenstransfer dort auch mit sicherzustellen. Absolut. Und da gibt's, stehen wir mit Methodik zur Verfügung und bereit, Methoden, wie man diese Prozesse gestalten kann, bis hin zur Hardware. Also wir werden künftig ein sogenanntes Transfermobil haben, wo wir dann tatsächlich auch zu Ihnen vor Ort kommen können, um dann Workshops dort vor Ort zu machen. Ja, Virtual Reality, Augmented Reality, was heutzutage in der Pflegeausbildung langsam anfängt, Exoskelette, die wir aus der Automobilwirtschaft wunderbar kennen und die jetzt langsam in den Gesundheits-, auch in den pflegerischen Bereich Einzug halten. Also wir nehmen dann auch technische Innovationen mit. Und in Co-Creation-Workshops versuchen wir dann, das vielleicht dann auch besser zu machen, aber tatsächlich auch ein Stück weit Akzeptanz vielleicht
zu fördern bzw. Barrieren abzubauen. Das ist auch ganz, ganz wesentlich. Und dafür müssen wir in die Fläche gehen. Ja, ja, prima. Super spannend. Zurzeit leider fast abgelaufen. Aber eine Frage möchte ich Ihnen gerne noch stellen. Wenn Sie einfach mal ganz frei sich aussuchen könnten, mit welcher Persönlichkeit der Öffentlichkeit, vielleicht ein Promi oder einen Führer aus der Wirtschaft, einen berühmten Politiker, Politikerin, auch weltweit, international, Sie sich mal über Ihr Thema austauschen wollen würden, um vielleicht gemeinsam irgendwie was auch voranzubringen, an wen würden Sie da denken? Ach ja, das ist eine charmante Frage, aber ich bin jetzt gar nicht so der Mensch für Personenkult. Ja. Also mir ist eigentlich jeder Mensch gleich und ich stelle ja tatsächlich fest, und das ist vielleicht auch das Schöne am Lebensphasenhaus, dass man aus jedem Gespräch was mitnehmen kann. Ja. Also ich lerne eigentlich in jedem Gespräch, in jedem Austausch und jeder von uns hat ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen, die er einbringen kann. Und so ist es für mich dann als Innovationsforscher tatsächlich auch, jeder Mensch ist letztlich ein Innovationstreiber und das müssen wir uns auch immer irgendwie bewusst werden. Ja. Prima. Vielen herzlichen Dank, Professor Buhr. Sehr charmanter Ansatz. Vielen Dank für das sehr spannende Gespräch, für die ganz interessanten Themen, die wir hier heute miteinander besprechen konnten. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie noch Fragen haben an Professor Buhr, können Sie ihm gerne eine E-Mail schreiben. Wie gesagt, in YouTube haben wir die E-Mail-Adresse hinterlegt und dann können Sie sich gerne noch im Nachklang an ihn wenden. Ja, für heute darf ich mich bei Ihnen bedanken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Thank you.